Salve euch das Bratwurst, willkommen zu einem neuen Video hier aus der Küche. Mein erstes Kochvideo in Full HD. Ich dachte, die Kameramann hat automatisch, nein, ich muss das alles umstellen. Hätte ich das mal eher gewusst, hätte ich glaube schon 10.000 Abonnenten mehr. Aber egal, so ist es nun halt eben, wenn ihr dafür sorgen wollt, dass ich meine 10.000 Abonnenten endlich mal kriege. Haut mal Like und Abo rein und nun viel Spaß mit dem Video. Aber erstmal erzähle ich euch, was wir machen. Ich habe gestern für euch gegrillt, da habe ich diese 5er-Packen Bratwürste aufgerissen. Und damit die halt nicht schlecht werden, kommt die heute weg. Wir machen heute Bratwurst Gulasch. Die Idee entstammt einem örtlichen Supermarkt. Auf die Idee wäre ich glaube ich aber nie gekommen, weil A, bin ich kein Gulasch-Freund, B, finde ich Bratwurst und Gulasch zusammen eine schweinemäßige Kombination. Aber egal, die Bratwürste müssen weg, meine Mutter selbst gezogene Tomaten müssen weg. Da machen wir das denke ich mal so irgendwie zusammen. Ich habe mir noch kein festes Rezept ausgedacht, ich habe es auch noch nie probiert. Ich hoffe hier einmal was zusammen, ob es schmeckt oder nicht, sehen wir dann am Ende. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich habe jetzt hier Mutterhand selbst gezogene Tomaten, sehen auch ganz schön aus, 100% Bio, nicht gespritzt, zumindest hat er keine, egal, keine sexuellen Witze hier. So, ich schneide die jetzt klein. So, ich erkläre einmal kurz, was ich mache, bevor ich den Zeitraffer starte. Ich habe hier die Tomate, da kommt natürlich das Grüne erstmal weg. Ja, dann schneide ich das einfach so runter, wie es mir gefällt. Ich meine, das wird alles sowieso eingekocht, von daher ist das gar kein Problem. Ich meine, das muss auch jetzt nicht alles gleichmäßig geschnitten sein. So, das schneide ich nochmal durch. So, dann habe ich ungefähr 5 Scheiben von so einer Tomate. Die wird auch mit angebraten, fällt zusammen und gut ist. Schneide ich mir hier in die Box rein, oder in die Schale. Und das machen wir bei den anderen Tomaten jetzt auch so. Hier seht ihr meine schönen Tomaten. Die gehen wir einigermaßen schnell. Dann war ich ja neulich beim LKW-Treffen in Bockhorn und zurück kam ich durch Friedeburg und durch den dortigen Aldi. Und da habe ich dann dieses Chili con Carne Gewürz gefunden, war auf 70 Cent runtergesetzt. Ich dachte, das musste man mitnehmen. Und Chili con Carne, das ist ja quasi das ähnliche wie Gulasch. So oder so ähnlich, nur halt mit Kidneybohnen. Ich kippe das da, tue einfach was von oben drüber. Die Basis bildet natürlich auch wieder Salz und Paprika und Knoblauch und so ein Scheiß halt alles. Oregano ist da auch mit drin. Einen Schuss Zucker mache ich da noch eben da oben drauf, nur wenig. Einfach um ein wenig das Gewürz hervorzuheben. Das stimmt sogar wirklich, das schafft Zucker tatsächlich, wie weiß ich nicht. Damit das Ganze auch ein bisschen Geschmack hat werde ich ja 13 Knoblauch reinschneiden und 3 Schoten Chili oder Peperoni. Je nach Belieben den Knoblauch, ihr kennt das, also ich habe das ja wie gesagt auch nicht vorher getestet. Bloß wir sind ja jetzt Montag, da kann ich nicht nur mit der Fahne, Knoblauchfahne noch und nöcher rumlaufen. Ich schäle das jetzt einfach hier. Ich werde das auch gleich nicht so fein hacken, wie das für einen Salat tun würde. Ich meine, das schmilzt ja sowieso, oder wie nennt man das jetzt? Geht ja sowieso durch das Kochen alles ein. So, 1, 2, 3 Scheiben. Drehen nochmal in der Mitte durch. Das füge ich jetzt einfach hier den Tomaten hinzu. Und das mache ich mit dem Peperoni genauso. Und die kriegt einen schönen Zeitraffer. Könnte man das auch so als Salat verkaufen, finde ich. So, das lasse ich erstmal stehen, jetzt braten wir die Bratwürste an. Herd auf Stufe 6, nochmal 7 von 9, so viel Zeit. Dann gönne ich mir mal den Luxus von Olivenöl. Sowas findet ihr auch in der Videobeschreibung. Die Bratwurst natürlich gleich im kalten Olivenöl anbraten. So, einstechen wie immer, darum auch die Bratwürste im kalten Fett warm werden lassen, damit die aber nicht wegplatzen. Weil heute wäre es nicht so schlimm, weil die eh klein geschnitten werden, aber ich habe ja einen Bildungsauftrag letztendlich. Ne? So, stellt sich natürlich noch die Frage, warum Olivenöl? Einfach deswegen, weil ich diesen Tomatengeschmack damit ein bisschen unterstützen möchte. Dieses ja, südliche, das ungarische, ich weiß nicht, ob man in Ungarn Olivenöl verwendet, zumindest dieses italienische, ach egal. Ich mag halt die Olivenöl. 2 Minuten später ungefähr fängt die Bratwurst an zu braten. Ihr seht, von den Seiten ist die Bratwurst beide schon braun. Ich werde es um die Außenseite braun kriegen, weil ich habe das gleich, weil meine Wurst gerade, weil so eine Wurst weiß ist, darum kommt jetzt von dieser Seite auch noch ja, auf Feuer. So, die Bratwürste werden jetzt gleich klein geschnitten. Seht ihr das? Ja. Das ist jetzt die Pfanne, in der ich gerade die Bratwürste angebraten habe. Das war das Fett von den Bratwürsten, ein bisschen so Olivenöl. Da kommen jetzt meine Tomaten rein. So, da kommt jetzt gleich der Deckel drauf. Ich lasse die ein bisschen Gas ziehen, ein bisschen anbraten. Weil das, ja, braten ist zu viel Wasser. Es duftet aber sehr gut. Bratwurst, liebe Freunde. Einfach ein tolles Gericht. Billig will ich in der heutigen Zeit nicht mehr sagen, aber zumindest schnell und einfach zubereitet. So, die Bratwürste schneide ich jetzt einfach ein bisschen in kleine Scheiben oder in dünnere Scheiben. Quasi wie Gulasch halt. Enden mag ich ja nicht, die schneide ich hier ab, kommt in die Schale nebenan. Heiß ist das auf jeden Fall. Schmecken die überhaupt? Sehr gut. So, kleiner Zwischenstopp mal eben. Ich tue die jetzt erstmal hier in die Schale von den Tomaten rein. Die sind noch auf dem Herd. So, und die letzten 3. So, die Tomaten waren jetzt ungefähr 4,5 Minuten auf dem Ofen. Jetzt werde ich die, oder auf dem Herd waren sie natürlich, in der Pfanne. Da kommen jetzt die Bratwürste rein. Ich verbrühe das jetzt alles so ein bisschen. So, ich habe leider das Problem, ich habe zu wenig Flüssigkeit in der Soße. Mein Gulasch ist ja flüssig, die Tomaten, die Nudeln, die ich leider kochen werde, müssen ja auch irgendwo mit irgendwas überdeckt werden. Ich habe das Problem, dass meine Mutter keinen Rotwein mag. Sonst hätte ich noch einen Schluck Rotwein reingemacht. Ja. Ich nehme darum jetzt diese fein gehackten Tomaten von Aldi. Die tue ich da auch mit rein. Mal gucken, ob ich es noch nachwürzen muss. Das werde ich gleich nochmal erzählen. Ich denke mal, gut, das sind jetzt noch ein halbes 400 Gramm Tomaten, wässrige Tomaten, die versauen natürlich ordentlich den Geschmack. Ich werde auf jeden Fall noch Peperoni und Anteil Knoblauch wieder reinmachen und noch ein bisschen nachsalzen. Ja, mal gucken, was noch funktioniert. So, ich kippe jetzt einfach die Dose noch mit rein. Unterrühren, ich dussel natürlich eine zu kleine Pfanne genommen. Wert wieder auf Stufe 7. Hier seht ihr eine klein geschnittene Peperoni, so wie ich vorhin hatte, eine Knoblauchzehe, einen halben Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Zucker. Das geben wir jetzt einfach der Pansche da hinzu. Blubbern tut sehr gut. Ja, ich habe mich ein bisschen nach draußen verkrümelt. Ja, ich habe den Rest des Videos für mich gestern gedreht. Muss wirklich sagen, man konnte es essen. Schmeckte, ich hatte zwar mit Gulasch nicht gerade viel zu tun, weil erstmal ist es anderes Fleisch vom anderen Tier. Und ich habe die Zwiebeln vergessen. Aber das ist mir erstmal beim Drehen aufgefallen und das ist auch egal. Schmeckt jedenfalls recht gut. Einfach schnell und billig gemacht. Schön fruchtig, schärflich. Ich meine, für einige Leute war das so, wie ich das gemacht habe, bestimmt zu scharf. Ich fand es noch in Ordnung, aber egal. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ich sonst noch schönes kochen, backen, brutzeln, grillen soll. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, guckt unten in die Videobeschreibung und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.